R-E-W-I-N-S-I-D-E. Freunde, was geht? Es ist wieder Mainstream-YouTuber XL da am Start. Leute, da ich der Mainstream-YouTuber schlechthin bin, habe ich mir überlegt, okay Leute, wir gehen heute einfach mal hin und gönnen uns ganz entspannt eine Runde Fortnite. Mit dabei ist leider heute Evifer D. Was geht ab, Leute? Schade, Lukas, dass du mal wieder den Weg hier in meine Aufnahme gefunden hast. Man weiß nicht genau, warum, Leute. Ich bin das Spiel jetzt, glaube ich, zum dritten, vierten Mal am Spielen. Die Runde davor, Leute, habe ich komplett durchrasiert. Lukas lag relativ schlecht am Boden, den großen Teil der Zeit. Leider können wir diese Aufnahme nicht sehen, weil Lukas das Ganze wahrscheinlich nicht hochladen wird, weil es ihm erstmal peinlich ist und zweitens seine Aufnahme angeblich nicht funktioniert hat. Aber das, Lukas, ist wirklich so, Mann. Lukas, wir wissen beide, was zwischen uns geschehen ist. Und von daher, halt dich einfach mal bedeckt. Ich frage mich gerade. Jemand hat einmal Glück gehabt. Einmal. Glück, natürlich. Was? Wir fangen direkt mit der Nachtrunde an. Interessante Sache auf jeden Fall. Leute, ich muss ganz kurz jetzt zu meiner Spielweise sagen. Ich spiele das Game gerade wirklich zum dritten oder vierten Mal. Es kann sein, dass wir gerade extrem Glück einfach nur gehabt haben. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht ein verborgenes Talent für Fortnite habe. Nee, wir hatten Glück. Ich möchte euch ganz kurz etwas zeigen, Leute. Und zwar hat Lukas das in seinem Video auch versucht zu zeigen. Und zwar gehen wir jetzt direkt dahin, weil da wahrscheinlich alle hingehen, oder Lukas? Nee. Gut. 3, 2, 1 und wir fliegen raus. So, wir fliegen nämlich direkt raus, Leute. Und zwar fliegen wir nach Snobbyshores. Denn da, Leute, befindet sich ein Haus mit einem geheimen Kleiderschrank dahinter. Und hinter diesem geheimen Kleiderschrank gibt es so dermaßen viel Loot, dass man eigentlich fürs komplette Game damit bedient sein kann, wenn man Glück hat. Ne? So, jetzt muss ich mal gucken, wie viele Leute hier noch hingehen. Ich denke mal, wir werden nicht die einzigen sein, die hier runterkommen. Nee. Versuch einfach so schnell zu landen, wie es geht und dann. That is what I'm trying. Ich weiß gar nicht, Leute, wenn es irgendwie einen Trick gibt, wie man schnell landet bei Fortnite, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Weil ich das ist irgendwie so übel langsam gegen zu PUBG, ne? Ich kreise halt immer nur. Einer bei uns am Dach, Lukas. Einer bei uns am Dach. Ich bin da. Komm schnell. Hast du eine Waffe? Ist bei uns am Dach. Komm, wir gehen direkt in den Keller. Den Keller, hier. Hier, Leute, wir gehen direkt in den Keller. Ihr habt gesehen, hier ist der Kleiderschrank. Hier ist der Kleiderschrank. Lauf. Nimm dir hinten die Waffe. Ich hab eine Shotgun. Ja, er hat eine Shotgun. Ich hab keine Chance. Boah, finde ich ihn. Oben noch einer. Boah! Ah! Ah! Ich bin leer. Zwei, noch einer. Ah! Ich töte sie alle. Nein! Damn, Alter. Egal, Leute, ihr seht auf jeden Fall, Grundskill ist definitiv, glaube ich, vorhanden. Bei Lukas mehr oder weniger nicht. Der liegt halt, wie gesagt, ich die meiste... Ich hatte keine Waffe, Mann. Es ist nicht schlimm, Lukas. Wir alle haben mal vom Krabbeln zum Laufen hin gelernt. Nur, dass du aus der Krabbelphase halt nicht raus bist und da ewig bleiben wirst. Aber das ist in Ordnung, Leute. Das ist meine erste Runde Fortnite, die ihr auf meinem Kanal sehen wollt. Und wenn ihr von mehr sehen wollt, dann smasht auf jeden Fall mal ein Like-Button da oben. Weil ich merke gerade, dass mir das Game tatsächlich doch ganz viel Spaß macht. Weil im Stream, Leute, ich saß ungefähr so im Stream, so... Und es hat mir gar nicht gefallen, aber jetzt fühle ich das Game. Und ich fühle es einfach, 12-jährige Kinder mit einer Schrotflinte zu erschießen. Das macht mich extrem glücklich. Also, in-game, hä? Versteht sich. Nee. Ich versuche das jetzt nochmal mit dem Loot-Spot. Ihr habt schon gesehen, da war die erste Kiste direkt unter der Treppe, Leute. Mit ein bisschen Glück und vielleicht einer anderen Flugroute vom Bus ist es eventuell sogar möglich, dahin zu kommen, ohne dass da 10.000 andere Spieler sich aufhalten. Und dann kann ich euch mal zeigen, wie viele Kisten da spawnen können. Denn es sind bis zu wie viele Kisten, Lukas? 5 oder 6 Kisten maximal. Es ist krank, Leute. Ihr müsst euch mal vorstellen, 5 oder 6 Kisten in einem Haus, das gibt es echt super, super selten. Es gibt ja ein paar Spots, die bekannt sind, aber das ist einer der neueren Spots quasi. Und den hat Lukas mir eben gezeigt. Ich finde es extrem dope, dass das Game sowas eingebaut hat, weil von PUBG kennt man ja sowas eigentlich gar nicht. Wie gesagt, wenn ihr mehr von Fortnite sehen wollt, Leute, smasht auf jeden Fall mal Like-Button nach oben. Ich habe auch auf jeden Fall Bock noch mit Lukas in der nächsten Folge, die ich sowieso schon jetzt in meinem Kopf plane, dass wir direkt mal hingehen, Leute, und ein riesiges Minecraft-Haus hier in Fortnite bauen. Finde ich auf jeden Fall ganz geil. Wir bauen direkt eine riesige Villa hier. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall angebracht und machbar. Siehst du noch andere neben uns? Ich sehe gerade hier gar nichts mehr. Nee. Er kommt jetzt durch die Vordertür, links. Ja. Er hat eine Shotgun. Das kann doch nicht sein, Mann. Hau rein, Lukas, in diesem Sinne. Hast du eine Waffe? Nö. Ja, moin. Aber das sollte gar kein Problem für mich sein. Ich meine, ganz ehrlich, Digga, als wäre ich nicht in der Lage, das jetzt noch zu gewinnen. Ah ja, und jetzt links die Tür. Da steht die. Ja. Oh, richtiges Pech gehabt einfach. Nice. Und jetzt haut ihr beide Tränke rein, scheiß auf. Ihr seht auf jeden Fall, Leute, dass der Loot hier an sich in dieser Gegend gar nicht so verkehrt ist. Ich meine, 2 bis 3 Kisten in einem Haus ist gar nicht so schlecht. Hol Shotgun. Ich habe keine Shotgun. Da. Über dir, was machst du denn? LOL, das war Luck, Junge. Ein Scheiß war das Luck. Das war mega Luck. Junge, wie kann man so reinlacken? Nachdem ich dann eben diesen wunderbaren Typen mit einem Headshot weggerotzt habe, meine Freunde, ist Folgendes passiert. Lukas lag wieder kauernderweise schon tot in seinem Grab und ich habe die Runde dann easy gewonnen. Und ich bin das war's, genau. Ich bin sicherlich nicht im Sturm gestorben. Ich meine, das passiert, wie gesagt, nur Anfänger und das bin ich auf jeden Fall in dem Fall nicht. Deshalb ist das auf jeden Fall nicht so geschehen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt ein zweites Mal dahin, Leute. Bin quasi fast schon gelandet. Ich sehe nur einen anderen Spieler. Nice. Der kreist immer gleich hinaus, Zwei Leute. Lukas, warum bist du so langsam? Ich habe keine Ahnung. Da ist schon jemand. Ja, komm, scheiß drauf, wir haben keine Waffe.
Ich hab eine Shotgun. Komm. Er hat auch eine, Er schießt ihn ab. Schön. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Sind beide tot? Oben ist noch einer. Er kommt rein. Er kommt rein. Erst bei der Treppe. Hier oben. Hier bei der Treppe jetzt einfach. Ja. Ich sag dir, wann er kommt. Chill. Komm, geh in deinen Schrank hier. Und warte, er kommt. Er ist da, Bam. Finde ich ihn. Schön, hilf mir. Oh mein Gott. Digga, was mach ich hier? Was mach ich hier? Ich spiele das Spiel zum ersten Mal und raste so aus, Leute. Was geht ab mit mir? Ich habe einen Kill erst. Du hast zwei jetzt, ne? Drei. Ja, okay, boah, Leute. Alter. Hier und ist nichts. Kisten? Keine. Als ob! Was? Was für was für eine dreiste Unverschämtheit, bitte. Das hatten wir noch nie, Leute. Das ist eine Unverschämtheit, die kann ich so nicht hinnehmen. Und jetzt wird rasiert. Jetzt wird einfach... Nee, mir reicht's jetzt. Jetzt wird einfach ein Win geholt, Leute. Ganz ehrlich. Ich gehe hier nicht runter und lass mir hier von Lukas erzählen. OP Lootspot. Bla, bla, bla. Und dann ist da nichts. Junge. Hier ist eine drin, ne? Ja, ich hol sie mir. Guck mal, ob oben noch was ist. Ah. Geil, ich habe ein Trampolin bekommen, Bro. Laber. Ja. Korrekt. Okay, das heben wir uns im Notfall auf. Ich weiß aber nicht, wie man das benutzt, ne? F5 hinstellen. Ich habe ein Lagerfeuer bekommen. Kein Trampolin. Ein Lagerfeuer? Ja. Lol. Guck mal hier, das hier ist das. Hau hin. Warte, warte, ich muss, glaube ich, erstmal Stein dafür sammeln. Stein und Holz wahrscheinlich. Ja, moin. Eine Steinsäule gibt mir Holz. Ah, alles klar. Wo bist du, Bro? Ja, der eine Typ hat sein Mate hier noch. Und die Zone ist echt weit weg. Komm, wir müssen weiter looten. Scheiß drauf. Ey, mein Loot ist halt so räudig gerade. Alles gut, Lukas. Wir holen das Ding noch. Leute, das Ding wird jetzt hier noch easy gerockt. Nee, brauchst Problem. Gar nicht reingehen. Ist alles gelootet. Das Dach ist schon kaputt, ja. Hier liegt noch eine Kiste. Hier ist noch eine Kiste. Ich höre noch eine Kiste oben. Ja, okay, dann ist der Typ anscheinend behindert. Vielleicht hat der spielt ja ohne Kopfhörer. Die muss in der Garage sein. Da schießt einer? Nebenan, ja, ja. Wo ist sie? Oh Mann! Hast du was Geiles gefunden? Granatenwerfer, ja. Und hier liegen auch noch Raketen hier unten, ne? Als Munition. Hier ist noch eine Kiste über uns. Im Nachbarhaus wird gebaut. Der kommt rüber. Chill, ich bomb den. Ich hau dem alles voll Granaten. Hab ihn. Alles gut. Ja, moin, Digga. Was für eine Glattrasur hier gerade durchgeführt wird, Leute. Es ist unglaublich. Das Spiel vom ersten Mal von mir gespielt, ja. Und ich führe direkt die Frags des Todes raus. Sollte Fnatic Interesse an mir haben, einfach mal melden, Leute. Gar kein Problem. Ich stehe offen für Vertragsverhandlungen. Sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass mir so ein Game so Spaß macht, Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen langsam los. Die Zone kommt, Lukas. Ja, ich hole mir gerade noch die Kiste hier oben. Ich kann mich nicht weiter verbinden. Scheiße. Leider nur Crap. Komm mal her. Oh, noch Raketen. Lässt sich leben. Shotgun-Muni. Brudi, wir müssen los, ne? Ja, ich komm direkt. Nicht vergessen, zack, die Zone tut auf jeden Fall weh. Vor allem, weil ich halt nicht 100% Leben hab. Na, das ist wieder so behindert jetzt. Alles gut, wir schaffen das auf jeden Fall. Also normalerweise, Leute, kann man hier noch weiter looten, wenn man alleine so ein bisschen Zeit hat. Es ist ohne Witz, Leute, wir waren jetzt... Ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne die anderen Gegebenheiten vom Looten von Fortnite nicht so. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das, was man da auf jeden Fall finden kann, schon ziemlich, ziemlich schmeckt. Von daher kann man das auf jeden Fall immer wieder empfehlen, Leute. Rennt einfach mal dahin, rasiert das Leben, macht einfach mal. Und wenn ihr Bock habt, Leute, dass wir auf jeden Fall den Tage nochmal direkt ein Fortnite-Video hochballern, dann smasht auf jeden Fall mal Like-Button nach oben. Dann gehen wir nämlich gemeinsam hin, Leute, und werden instant einen wunderschönen Part aufnehmen, der quasi eine kleine Challenge beinhaltet, die ich mir schon überlegt habe. Und zwar dachte ich mir, Leute, bauen wir einfach das größte Haus, was jemals bei Fortnite gegeben hat. Und das werden wir dann auf jeden Fall machen, denn man kann ja bei Fortnite lieber Minecraft bauen. Und ich wollte auch hier eigentlich Fortnite-Roleplay, wollte ich auch noch anfangen, weißt du? Ja, moin. Ganz wichtig immer noch, Leute, Bäume nie bis zum Schluss abbauen, dann sieht der Gegner nämlich... Ja, alle meine Tipps. Hey, was für... Das sind doch nicht meine Tipps, Alter. Ja, ganz klar. Ehrlich, Mann. Tu mal nicht so, Lukas. Was ist denn das? Also, ja, alles gut. Eigentlich, Leute, ich meine, ihr seht es jetzt auch schon an den Spielen, die wir bis jetzt gespielt haben, wie schlecht Lukas eigentlich ist. Und, Junge, ich kann nichts dafür, wenn auf einmal drei Leute mit einer Shotgun vor mir stehen. Nein, klar. Wenn ich natürlich als einzelne Person drei Leute mit einer Shotgun weghaue, Lukas, dann ist das was komplett anderes. Ich verstehe das. Ich hatte auch einen Kill, ja. Okay, gut, alles klar. Oh, nice, Alter. Ah, hier kann man Fußball spielen. Das habe ich bei Jackfrags gesehen. Interessant, auf jeden Fall. Krass, witzig. Zone kommt hinter uns. Ja, komm. Ach, scheiße. Jetzt wollte ich gegen dich einmal spielen. Hey, liegt ja kein Ball, oder? Nee, man muss den irgendwo finden. Ah, okay. Das finde ich halt auch so geil in Fortnite, dass die so Easter Eggs reinbauen. Was ist denn das mit diesem komischen Lagerfeuer hier? Das raff ich nicht. Schreibt's mal einfach in die Kommentare. Ich hab auch keine Ahnung. Wir haben einen Granatenwerfer, ne? Das ist schon echt nice. Ja, wir sind jetzt gleich da. Aber ich habe ganz viele Verbände, also wir können nicht sterben, außer jetzt fangen uns Gegner oder so in der Zone ab. Lauf einfach straight rein. Du bist innerhalb des Sturmes. Lauf. Oh nein! Ah, schlechtes Wetter, Leute. Schnell lauf, bitte. Und den Regenschirm raus. Jo, schnell. Sonst werdet ihr pitschi-patschi nass, Kinder. Das will doch keiner, oder? Genau, also lauft, Kinder. Lauft. Ganz schnell laufen, hä? Schön, wie die feinen Kinder laufen müssen. Einfach hochbauen. Ja, gib Gas. Wie die Kinder laufen, ganz schön klein, ja. Jetzt mach gerade. Dann mach du doch. Das ist Arbeitsteilung hier, Lukas, ne? Ja. Ich sag ja immer, so wie ich dir, so wie du auch mir, ne? Das weißt du ja noch gar nicht. Wenn jetzt jemand von unten drunter schießt, weiß ich, abbaut, dann ist es kaputt, ja. Alles. Oh, hier wird gebaut, Vorsicht. Ja, das ist aber schon die ganze Zeit, das habe ich eben schon gesehen. Und ich glaube nicht, dass hier im Sturm noch jemand hängt. Nee, glaube ich auch nicht. Seit die erste Zone, kann schon sein, aber... Boah, chill. Ja, Lukas, wir kommen wieder runter. Ey, Mann! Was denn? Ich habe kein Holz mehr gehabt. Direkt vor mir ist einer, nicht sterben. Oh, der sieht mich. Die werden abgeschossen. Ey, das kann nicht sein, Alter. Du musst dich runterbauen, ne? Alles gut. Ich stehe erstmal in der Zone hier. Ja, ich bin tot.
Könnte ich Hilfe gebrauchen? Ganz ruhig, ganz ruhig. Warum schießt du? Das war so dumm. Die kann mich nicht sehen. Ich baue mich runter. Alles gut, alles gut. Komm mal her zu mir, komm mal her zu mir. Wie soll ich dich denn jetzt heilen, Alter? Du springst runter und baust aber unter dir quasi immer, im Sprung. Los, los, los. Und jetzt baust du dir ganz viele Wände, alles zu. Oh, ich hab kein Holz mehr. Egal, hilf mir einfach. Die sehen uns nicht, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, die sind ein bisschen dumm. Hast du für mich Verbände? Ja, warte, ich hau mir gerade selber heute rein. Dann droppe ich dir meinen Rest. So. Beeil dich mal. Ja, ja, ja. Und hau rein. Hier liegt noch ein Trank für dich, wenn du möchtest, ne? Ja, gönn dir. Nice, nice, nice. Oh Gott, von direkt von vorne, ich bin down. Ich hab kein bauen, Holz. Bauen, bauen, bauen! Ah, Lukas! Mann! Du bist eine Fehlgeburt! Wie soll ich denn bauen ohne Holz, Junge? Ja, farmen können, du Affe! Leute, noch auf ein letztes Mal. Auf ein letztes Mal. Weißt du, was ich dir noch sagen wollte? Das ist echt total wichtig, darfst du nicht vergessen. Ja. Guck mich an, guck mich an. Dab, Digga. Ja. Schade. Das, 3, 2, 1, spring aus dem Bus raus. Spring ruhig ein bisschen früher, Lukas. Vielleicht springst du direkt noch bei also Sandy. Also ich spring jetzt schon. Spring das nächste Mal ruhig bei Sandy Shores ab, ist gar kein Problem. Oh, die sind vor uns unten, ja moin. Nee, keiner geht zu dem Spot. Geh direkt in den Keller. Kann ich nicht. Oh, er geht zum Spot. Er geht zum Spot. Bist du hinter mir? Ja, ich. Ich hab nur Scheiße. Ich hab nen Sniper. Wow! Einer down vor mir, Lukas, wo bist du denn, Mann? Ja, ich muss nachladen, ich hab nur ne scheiß Sniper, Junge. Kill dein Mate! Kill ihn, komm! Lukas! Lukas! Junge, was soll ich denn machen, Mann? Die lädt nach 10 Jahre! Ey. Triff ihn doch! Lukas! Das ist deine Peinlichkeit! Warum, Lukas? Warum? Wieso? Junge. Leute, das war's von meinem ersten Abenteuer hier bei Fortnite. Ich kann nicht mehr. Ich bin mit den Nerven komplett am Ende. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall das nächste Mal mit dir spielen, der adäquat besser spielt als Lukas. Ein Kill hat mich wieder gemacht und dann finishst du ihn an. Ich hab ihn gedownt! Du Mistgeburt! Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall nicht bei Hawaii vorbei. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.